Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe mir jetzt zum allerersten Mal handgefärbte Garne geordert und zwar bei Punkrock Unicorn Yarns und möchte das ganz gerne mit euch zusammen auspacken. Ich habe gerade das Paket erhalten und bin schon im Internet, wo ich das alles gesehen habe. Also mein Herz hat gehüpft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Wolle seht, von der ihr total begeistert seid und wo ihr so gar nicht erwarten könnt, sofort anzufangen. Jetzt kriege ich noch nicht mal mehr die Worte zusammen. Genauso erging es mir hierbei. Also ich habe schon einige unterschiedliche handgefärbte Garne gesehen, aber hier wollte ich unbedingt zuschlagen und ja, unbedingt Projekte damit häkeln oder stricken oder beides oder wie auch immer. Und habe auch schon einige Ideen, aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt sofort mit euch das Paket auspacken, denn ich kann es nicht mehr abwarten. So, ihr Lieben, das ist das gute Paket, klein, aber fein. Und ich bin mir ganz sicher, dass das richtig toll ist, was da drin ist. Ich weiß es ja im Endeffekt schon. Ich finde im Übrigen diesen Sticker total genial. Happy Mail Day. Und ja, ich habe mich tierisch gefreut, einfach nur dieses wunderschöne Paket in Empfang zu nehmen. Und jetzt natürlich möchte ich mit euch gemeinsam gucken, was ich Schönes bestellt habe. Ich mag diesen Sticker nicht so gerne kaputt machen und durchschneiden. Ich will den behalten. Ich klebe den mal an die Seite. Ich freue mich. So, ich sehe gleich oben drauf die Rechnung. Die ziehe ich mal ganz schnell weg, weil Rechnung wollen wir ja alle immer nicht sehen, ne? Mit Rechnung wollen wir alle nichts zu tun haben. So. Oh, ich freue mich. Gleich kann der Strickterror wieder losgehen. Oh. Alter Schwede. Ich habe mir mehrere Stränge von diesem, das sieht man jetzt gar nicht so gut auf dem Video, weil es ist wirklich ein knallschönes Lila, richtig knallig. Das Ding ist, dass die Sonne gerade von hier so drauf scheint, dass das sehr auffällt alles und so sieht man es, glaube ich, besser, wie knallig das ist, wenn man es hier aus dieser Sichtweite, also nicht, wenn ich sie so raushole und direkt ins Sonnenlicht halte, sondern wenn das noch hier von dem Schwarz ein bisschen verdeckt ist. Es ist ein grandioses Lila. Clematis heißt der Strang. Und das ist aus der Serie Lynn. Schurwolle mit, also Merino Superwash, 90% und 10% Lein. Lein habe ich deshalb genommen, weil bei der Färbung das die Farbe nicht so gut annimmt und dadurch einen richtig tollen melierten Effekt gibt. Und ich weiß schon, was ich damit mache. Also ich habe mir insgesamt vier Stränge, 400 Gramm Stränge davon bestellt. Ich habe schon eine ganz klare Idee, was es werden soll. Und ich werde euch natürlich daran teilhaben lassen, ist ja ganz klar. Also es wird irgendwann demnächst, wenn ich damit fertig bin, eine Anleitung natürlich dazu geben. Also vier Stränge von diesem wunderschönen Lila. Und jetzt habe ich natürlich auch noch weitere Sachen bestellt. Und zwar einmal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit handgefärbter Wolle gearbeitet habt. Das ist ja am besten, das dann per Handwäsche zu reinigen. Und dafür habe ich mir jetzt so eine kleine Flasche für die Handwäsche, so ein Reinigungsmittel, damit die Wolle schön erhalten bleibt, die Farben schön weiterhin leuchten und ja, trotzdem alles super gepflegt ist. Also ein kleines Fläschchen davon für die Handwäsche später. Und boah, es leuchtet. Ich halte das mal weiterhin hier so, wo das schwarze Papier drum ist.
damit man die Farben einfach ein bisschen besser erkennt. Weil wenn ich es jetzt rausziehe und direkt ins Sonnenlicht halte, dann wird es wieder viel heller, als es eigentlich ist. Also einmal so ein richtig knalliges Pink, in richtig knalligen Farbtönen, auch mit unterschiedlichen Färbungen. Oh, ich freue mich riesig. Einmal. Und dann, das heißt, ach so, Moment. Das ist einmal aus der Reihe Soul Jelly, die Farbe Jelly. 85% Merino-Schurwolle und 15% Nylon. Und dann haben wir hier, oh, ich habe mich so verliebt in diese Farbgebung, so ist glaube ich wieder besser. Und zwar von Soul Dirty Neon, auch Schurwolle Merino zu 85% und Nylon 15%. Und ich finde diese Farbmischung sensationell gut. Und oh, ich hab, kennt ihr das, wenn ihr Wolle auspackt und ihr habt 1000 Millionen Ideen? So geht's mir gerade. Ich fühle mich wie im Paradies. Und jetzt noch ein letzter Strang habe ich noch. Ist das nicht eine geniale Farbmischung? Ich bin sowas von begeistert. Das hier ist Knallgrau, 100% Schurwolle Merino. Oh, ich bin sowas von begeistert. Es wird mit Sicherheit nicht mein letzter Kauf dort gewesen sein. Ich habe mich noch in so viele unterschiedliche Farbkombinationen, Farbstränge dort verliebt. Ich werde mit Sicherheit dort nochmal vorbeischauen. Lege ich die Hand für ins Feuer, definitiv. Mit all den Garnen, die ich euch gerade eben gezeigt habe, wird es mit der Zeit, natürlich, ich brauche Zeit dafür, wird es nach und nach Anleitungen hier geben. Das heißt also, ich werde aus jedem Strang etwas zaubern und euch zeigen, hier auf meinem Kanal, was ich damit mache, beziehungsweise gemacht habe und ja, wie das Ganze aussieht. Und ich, boah, es schlagen gerade meine Gedanken über und ich muss jetzt ganz schnell irgendetwas annadeln und loslegen, sonst werde ich verrückt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr gerade Wolle ausgepackt habt. Meine Gedanken schlagen gerade ganz viele Purzelbäume. Also, das sind die Garne, die ich gekauft habe von Punkrock Unicorn Yarns. Und sie fühlen sich super kuschelig weich an. Also ich bin super begeistert auf jeden Fall. Und werde euch definitiv in der nächsten Zeit teilhaben lassen, was ich Stück für Stück aus den einzelnen Strängen gemacht habe. Das mit dem lila Farbton, mit dem Klimatis, das wird auf jeden Fall ein Großprojekt, kann ich euch schon mal sagen. Weil, wie gesagt, ich habe ja dafür extra 4 Stränge bestellt. Und die aus den 3 anderen werden jeweils etwas kleinere Projekte gemacht, aber auch daran werde ich euch selbstverständlich teilhaben lassen. Das soll es jetzt erstmal von meiner Seite hier gewesen sein zu dem Unboxing und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder mit dabei, sicherlich wieder mit einer Anleitung und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!